Weg mit Winnetou, das ist rassistisch, das ist der Aufreger des Tages. Viele sind mit ihm groß geworden. Der Indianerhäuptling Winnetou, Held der berühmten Karl-May-Bücher, Held der Karl-May-Festspiele. Und der ist auf einmal weg vom Fenster. Vor wenigen Tagen startete ein neuer Film namens Der junge Häuptling Winnetou. Darin geht es um den Sohn des altbekannten Winnetous. Der Film läuft, soweit so gut, doch das Buch zum Film, das ist schon wieder aus den Regalen verschwunden. Schuld, massive Kritik in den sozialen Medien, Rassismus und kulturelle Aneignung. Der Buchverlag, der zog jetzt die Notbremse. Wir unterwerfen uns einer radikalen Minderheit, das sagt der Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel heute in seiner Kolumne in Bild. Und jetzt sprechen wir mit ihm, er ist mir jetzt zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Steinhöfel. Sie sind vom Ravensburger Verlag enttäuscht, sagen Sie, warum? Das, was der Verlag gemacht hat, halte ich für ein feiges Kapitulieren vor Denunzianten. Teilweise sind diese Leute anonym. Ein zivilisatorisches Versagen. Ein Verlag steht für Kultur, für Presse, für Bücher, für Dichtung. Und da schreien 200 Leute auf Twitter oder Instagram und schon kapituliert man. Das muss man sich mal vorstellen. Man geht auf den Spielplatz, da laufen Fünfjährige rum und wollen Cowboy und Indianer spielen. Und die Fünfjährigen, die das Wort Indianer benutzen oder spielen wollen, sind dann alles Rassisten, weil die Eltern von dem anderen Kind ihnen das erzählt haben. Die armen Kinder, kann ich nur sagen, und armes Deutschland, wenn wir Verlage haben, denen jedes Rückgrat fehlt, für Grundrechte gerade zu stehen. Schauen wir uns mal gemeinsam die Erklärung an. Der Ravensburger Verlag, habe ich eben gesagt, der hat das Buch vom Markt genommen und auf Instagram wurde denn diese Erklärung veröffentlicht, die Begründung dafür. Und darin schreibt der Verlag: Euer Feedback hat uns deutlich gezeigt, dass wir mit den Winnetou-Titeln die Gefühle anderer verletzt haben. Das war nie unsere Absicht und das ist auch nicht mit unseren Ravensburger Werten zu vereinbaren. Wir entschuldigen uns dafür ausdrücklich. Jetzt kann man ja sagen, der Verlag will eigentlich alles richtig machen, möchte Rücksicht nehmen, er möchte, dass sich niemand verletzt fühlt. Wie beurteilen Sie die Rechtfertigung? Das ist vollkommen indiskutabel. Wessen Gefühle wurden verletzt? Wer sind diese ungefähr 200 Schreihälse, die auf den sozialen Medien sich gemeldet haben, von denen man im großen Teil gar nicht weiß, wer das überhaupt war? Darf ich etwas sarkastisch sein? Waren auch Irokesen, Comanchen oder Apachen dabei? Oder hat sich hier irgendeine demokratisch nicht legitimierte Minderheit zum Sprecher für die Indianer gemacht und war vor kurzem noch im Reservat? Gefühle zu verletzen kann doch niemals in einer freien Gesellschaft, die die Meinungsfreiheit kennt, das Kriterium dafür sein, ob ein Buch erscheinen darf oder nicht. Wird jetzt morgen auch ein Buch, das sich gegen Donald Trump richtet, vom Markt genommen, weil die Gefühle von Donald Trump verletzt wurden? Nein, die Grenze zieht das Strafrecht und nicht heute als Vogue bezeichnete politisch korrekte Aktivisten. Wie könnte es denn? Bringen Sie gerne zu Ende. Vielleicht hat man der Geschäftsführung des Verlags ja auch gedroht, nächstes Mal die Ration Feuerwasser zu kürzen. Denn davon muss man einiges getrunken haben, bevor man diese Veröffentlichung auf Instagram freigegeben hat. Also ich sehe schon keinerlei Verständnis. Aber wie könnte es mit dem Buch weitergehen? Also was könnte der Ravensburger Verlag jetzt tun? Das Wort Indianer ersetzen? Haben Sie eine Lösung? Das kommt natürlich überhaupt nicht in Frage, aber ich habe, glaube ich, eine ziemlich gute Idee, die auch zeigt, wie sehr das auf Gegenliebe stößt und wie nicht. Warum bringt man das Buch nicht heraus und dann eine Zweitausgabe, politisch korrekte Version 2022, wo alles gegendert wird und alles gestrichen wird und Indianer und Rothaut und Marterpfahl und Totem und Skalpieren nicht vorkommt? Und dann kann man sich aussuchen, was man seinen Kindern als Lektüre zumuten will. Und dann kann man auch schauen, wie viele Leute denn dieses Buch kaufen. 180 Denunzianten auf Twitter haben sie ja schon mal zusammen, wenn das vielleicht auch gleich für eine zweite Auflage dann nicht mehr reicht. Sagt Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Gerne.